Hallo, ich freue mich, dich wieder hier beim Wohn Hotel Golf zu sehen. Wenn du mich fragen würdest, Wohn, was ist das Beste, was ich jetzt im Winter tun könnte? Dann würde ich dir sagen, auf jeden Fall über die halbe Entfernungen. Das kannst du im Garten machen, du kannst auf der Range auf Fahren das tun, wenn das Wetter das gestattet. Du kannst dir einen Launch Monitor kaufen. Die sind bezahlbar und die sind sehr, sehr akkurat. Ich habe gerade etwas getan, was ich immer am Ende meiner Trainingseinheit hier Indoor mache. Ich schlage 6 Bälle. 2 Bälle auf 20 Meter, 2 auf 30 und 2 auf 40 Meter. Ich höre nicht auf, bis ich alle Distanzen geschafft habe, innerhalb 3 Meter vom Ziel. Ich werde jetzt dir zeigen, wie ich das tue, was ich denke, was entscheidend ist für diese Halbschwungentfernungen. Und ja, ich hoffe, dass du von diesem Video profitierst. Wenn ja, bitte Daumen hoch. Ich fange bei den 20 Meter Entfernung an. Und das ist die erste Aufgabe, ist einfach zu entscheiden, wie weit möchtest du schwingen für eine bestimmte Entfernung. Wenn du sagst, du möchtest bis 8 Uhr ausholen und bis 4 Uhr durchschwingen, das musst du spüren. Wenn du dann in der Wirklichkeit etwas weiter ausholst und durchschwingst, das ist egal. Hauptsache, du kannst die gleiche Position finden, was du empfindest. So, für mich ist 20 Meter mein 58 Grad Sandwich und es ist 8 Uhr, 4 Uhr. Und da denke ich, Hände. Ich weiß, dass ich das relativ entschlossen machen kann. Okay, super. Also die Länge ist ziemlich einfach, aber die Geschwindigkeit möchte ich wieder spüren. Das war ein bisschen über 20. Okay, so das ist wirklich eine Entfernung, die ich super gerne mache. Ich habe das Gefühl, dass ich wirklich gute Chancen habe, diese Entfernung zu schaffen. Ich werde jetzt die 30 Meter versuchen zu schaffen. Und das ist bei mir 9 Uhr, 3 Uhr mit einer weichen Schlägerkopfgeschwindigkeit. Meine Kopfposition ist mir sehr, sehr wichtig. So von Gefühl hier beim Ausholen bewege ich den Kopf ein bisschen zum Ziel und so weiß ich, dass ich den Boden in der Mitte treffe. So 9 Uhr, 3 Uhr mit 58 Grad und entspannt. Kontakt muss gut sein. Und 33,7. Das wäre ein bisschen zu viel für mich. Jetzt versuche ich 40 Meter und da nehme ich mein 52 Grad Gap Wedge. Und mein Gedanke ist da 9 Uhr, 3 Uhr wieder und wieder weich. Und dann resultiert 40 Meter. Das müsste stimmen.